So, übermorgen ist es soweit, der Supersonntag. Nicht eine, nein, zwei Landtagswahlen. Und von wegen in Bayern ist es am spannendsten. Das wahre Drama findet ganz woanders statt. In diesem Sinne, herzlich willkommen zum... Heute Show Extra Spezial. Leck mich fett und füll mich ab mit Ebbelboy. In fucking Hessen wird gewählt. Jo, ganz genau. Haltet mal alle das Sabbel und hockt euch ruhig auf der Bobbes, ihr Hannebambel. Ja. Erbarme die Hessewähle oder so ähnlich. Ich weiß es doch nicht. Übrigens, auch interessant für uns Nicht-Hessen, weil man ja erst Sonntagabend weiß, ob wir Nancy Faeser als Innenministerin behalten müssen. Dürfen, meine ich. Ja, im Moment weit abgeschlagen hinter der CDU mit Ministerpräsi Boris Rhein. Insgesamt muss man sagen, ja, wirklich suboptimaler Wahlkampf von der Nancy. Und selbst der Kanzler geht auf Distanz, also körpersprachlich. Haben Sie es gesehen? Hier die Faeser setzt zum Schmatze an und er so, nee. Ja. Nochmal die Zeitlupe, um Gottes Willen. Ja. Er denkt, dann lieber Cum-Ex-Untersuchungsausschuss. Ja. Liebe Nancy, zum Mitschreiben, nein heißt nein. So, und falls Sie zu Hause jetzt mal richtig blauen Bock haben auf noch mehr Lowlights aus dem Hessen-Wahlkampf, da hilft der Hessische Rundfunk gerne aus. Glauben Sie an Aliens? Nein. Über Sienenbrücken musst du gehen. Schmeckt auch lecker. Für welchen Gegenstand haben Sie Gefühle? Super Trooper, these are gonna find you like I'll always do. Oh, bup, bup, bup. Lassen Sie es mich mit aber sagen, Mama Mia, was für ein Waterloo. Ja. Tatsächlich gibt es gerade viele spannende Themen, echte Themen im Hessen-Wahlkampf. Wohnungsnot, Lehrermangel. Spaß, interessiert medial keinen Hering, nein. Nein, einziges Thema in Deutschland, inklusive Hessen, ist natürlich Migration. Ja, man diskutiert immer noch über Zahnärzte, die den ganzen Tag nur Taliban behandeln. Ja, oder so ähnlich. Ja, leicht überspitzt halt. Oder was hat der Merz neulich gesagt? Die werden doch wahnsinnig, die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Du wirst wahnsinnig. 300.000 Abgelehnte lassen sich den ganzen Tag goldene Gebisse in den Kiefer ballern. Gut, tatsächlich ausreisepflichtig sind 54.000. Aber trotzdem wichtig, dass die CDU das mit den Zähnen mal anspricht. Endlich, wurde ja Zeit. Danach, seitdem werden im Fernsehen tagelang nur noch Zahnärzte geschaltet. Zu Recht, weil es ja ein konkretes Problem ist. Was jetzt ganz konkret die Zahnärzte angeht, ist es nicht so, dass ich Ihnen jetzt sagen kann, dass wir da ein großes Problem haben. Ich messe das immer daran, kriegst du Briefe, kriegst du keine Briefe aus der Bevölkerung. Und in dem Bereich ist es so, dass wir jetzt im Ministerium auch keine Anzeichen haben, dass das ein großes Problem ist. Ja, ich liebe einfach diesen Münsterländer Landwirtszaun. Ne? Mit der Scheiße, die der Merz labert, kannst du zwei Felder düngen, du. Ne? So habe ich das sinngemäß übersetzt. Natürlich gibt es große Probleme in den Kommunen. Aber die löse ich ja nicht, indem ich Menschen mit Halbwahrheiten gegeneinander ausspiele. Was macht der Merz da? Im Konrad-Adenauer-Haus fragen schon die Ersten, wohin mit Opa? Ja, ja, ja. Ich fürchte ja, bei ihm steckt gar keine große Strategie dahinter oder ein Anti-AfD-Plan. Der freestylt einfach in Interviews. Gibt's da nicht was von Ratiofarm? Immer mehr CDU-Vorsitzende aus dem Sauerland leiden unter einem seltenen Problem. Nicht in freier Natur, aber in Interviews brechen Vorurteile und halluzinierte Fake News unkontrolliert und krampfartig hervor. Über die kleinen Paschas. Genau. Oder über einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge. Ja, eklig. Aber dagegen hilft ab sofort Doppelmerz. Das Mittel gegen chronische Interviewinkontinenz und für nachts Grano Fritz Forte. Endlich weniger dissen müssen. Er kann nichts dafür. So,
Die Bürger sehnen sich übrigens beim Thema Migration geradezu nach pragmatischen Problemlösungen. Stattdessen kriegt man Friedrich Merz, sekundiert von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Oder wie ich ihn liebevoll nenne, den Mini-Merz. Ja, war diesmal wieder so. Der Arme musste schon wieder in zig TV-Studios erklären, wie sein Chef das angeblich gemeint hat. Ist voll der Höllenjob. Viele wissen das gar nicht, aber wenn Merz mit seinem Hund im Sauerland Gassi geht, läuft Linnemann hinterher und hebt die Haufen auf. Ne? An jedem Hochzeitstag bringt Linnemann Frau Merz den Blumenstrauß. Und wenn Merz zunimmt, muss Linnemann natürlich Sport machen. Ne? So geht's nicht weiter, deshalb die neue Heute-Show-Aktion Free Linny, meine Damen und Herren. Gut, ich meine, eine berechtigte Frage lautet, wie lange können wir uns unser Asylsystem noch leisten, wenn fast jeder, der es hierhin schafft, am Ende bleiben darf? Warum sind wir nicht weiter bei den Migrationsabkommen oder beim neuen Türkei-Deal? Den könnte doch mal der eine hier vorantreiben, der Dings. Olaf Scholz, genau, ja. Dafür hatten wir den noch angeschafft, dachte ich. Ja, natürlich, solche Deals wären viel wichtiger als die ganze Sachleistung statt Bargelddebatte. Oder das Redigieren von Texten. Die Ampel reformierte das Aufenthaltsgesetz. Aus dem Zweck Steuerung und Begrenzung wurde Begrenzung gestrichen. Vor allem auf Drängen der Grünen, wie es hieß. Ja, viel besser so. Viel besser. Und ich sag mal, wenn's der grünen Seele hilft, warum nicht? Jetzt braucht es Empathie plus Realismus. Was absolut keiner braucht, meine Damen und Herren, sind Ratschläge von Elon Musk, der diese Woche uns Deutsche in einem Tweet aufruft, die Ampel abzuwählen, wegen Geld für Seenotrettung. Ja, Elon Musk. Außerdem wirbt er indirekt für die AfD. Twitter ist unter Musk inzwischen wirklich zum asozialen Netzwerk geworden, wo der Chef persönlich Verschwörungskram verbreitet. Gut, ich war da eh nie, aber andere sind regelrecht abhängig und brauchen Hilfe. Gernot Hassknecht braucht Hilfe. Hallo, mein Name ist Gernot und ich bin Twitter-süchtig. Hallo, Gernot. Und im Moment bin ich echt stolz, denn ich war jetzt schon seit über 7 Stunden nicht mehr auf Twitter. Es ging nicht mehr. Die ganze toxische Wut, die Fake News, die Hetze. Das färbt ja auch ab. Ohne Twitter bin ich direkt ein neuer Mensch. Viel entspannter, achtsamer, weniger aggressiv. Es heißt aber nicht mehr Twitter, das heißt jetzt X. Halt die Fresse! Das ist mir doch scheißegal! Wo war ich? Ach ja, weniger aggressiv. Ich meine, früher fand ich Twitter auch okay. Ein harmloser Spaß. So wie ich auch dachte, Elon Musk wäre nur ein harmloser Egomane, der seine Mitarbeiter zwingt zu jubeln, wenn er tanzt wie ein einbeiniger Bär, der sich in die Hose gekackt hat. Aber an dem ist gar nichts lustig. Auf Twitter ist wieder alles erlaubt, inklusive Antisemitismus. Und das heißt dann Meinungsfreiheit. Der Obertroll mischt sich inzwischen ganz offen ein in die Weltpolitik. Diese Woche verhöhnt er Präsident Zelensky und macht Werbung für die AfD. Mir reicht's. Ich bin nur noch bei Facebook. Was ist denn Facebook? Unterbrich mich noch einmal. Elon Musk will die Weltherrschaft. Woher weiß ich das? Er hat neulich das hier gepostet. Sein Firmenlogo übernimmt die Erde wie so ein verdammtes Alien-Raumschiff. Wisst ihr was? Ich lösche jetzt meinen Twitter-Account und gehe zu Blue Sky. Kein halbwegs vernünftiger Mensch kann noch bei Twitter sein. Twitter produziert nur Hass und Gewalt. Wie gesagt, eigentlich heißt das X. Gernot Hassknecht braucht Hilfe. Gernot Hassknecht. So, meine Damen und Herren. Jetzt aber mal eine persönliche Frage. Waren Sie letzten Dienstag auch so wahnsinnig ergriffen? Ja? Höchster deutscher Feiertag. Der Brückentag, genau. Ja. 3. Oktober. Oder wie wir ihn traditionell nennen, unser Ossipendence Day. Ja, diesmal gefeiert in der Hamburger Elbphilharmonie, wo Sie zum Festakt natürlich wieder ausschließlich die ganz Großen reingelassen haben. Unsere Legenden, ne? Otto Walkes, klar, dann Olivia Jones, logisch. Welcher arme Dödel musste diesmal hinter der Perücke sitzen? Ach so, ja, dann.
Dann habe ich doch kein Mitleid. Der Schröder, du. Ja, gut, wahrscheinlich muss man den russischen Botschafter einladen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Tag der deutschen Einheit. Und 60% der Deutschen sehen in einer aktuellen Umfrage eher das Trennende. Wie schade. Echt schade. Denn zum Beispiel bei Renten und Lebenserwartung nähern wir uns doch immer mehr an. Was ist überhaupt noch typisch Ossi oder typisch Wessi? Typisch Wessi. Was ist denn dann typisch Wessi? Viertel vor zwölf, da können die schon kriegt die Krise. Viertel vor zwölf. Ja. Ich sag, das heißt drei Viertel zwölf und nicht Viertel vor zwölf. Viertel vor zwölf, die spinnen doch da. Wessis, elende Uhrensöhne. Ja. Also Fakt ist ja, tatsächlich brauchen wir Wessis den Osten. Und zwar, um uns als die Guten zu fühlen. Und dann guckt man zum Beispiel auf die schlimmen AfD-Zahlen da und vergisst, dass die in Baden-Württemberg inzwischen bei 20% stehen. In Ostdeutschland sind nur 39% der Menschen mit der Demokratie zufrieden, richtig. Im Westen aber auch nur noch 59%. Ne? Verstehen Sie, man gleicht sich schon an, bloß halt anders als gedacht. Ne? Und wo hört überhaupt Demokratie auf und wo fängt Diktatur an? Vor dem 3. Oktober plädiert die linken Politikerin Sarah Wagenknecht für eine Neubewertung des Tags der deutschen Einheit. Ihr zufolge stehen insbesondere die Grünen wie keine andere Partei, Zitat, für eine Übergriffigkeit, die nicht wenige Ostdeutsche an die DDR erinnern dürfte. Ja, absolut. Ja klar, Grüne und DDR, das kannst du in einen Sack stecken. Ne? Ja, im Grunde sind Habeck und Baerbock die neuen Honeckers. Ne? Ja, ja, natürlich. Natürlich. Ja. Verstörender Applaus an dieser Stelle. Ja. Ja, vielleicht ist es ja noch schlimmer. Überleg mal, die Bilanzen. Die DDR hat ihre Bürger jahrzehntelang eingesperrt, bespitzelt, Menschen erschossen, die raus wollten. Und die Grünen erlauben Ölheizung nur noch bis 2045. Ich würde sagen, klares Unentschieden, oder? Ja. Mal ernsthaft, wie kann man denn als ehemalige DDR-Bürgerin diesen Unrechtsstaat so verniedlichen? Leider kein Einzelfall. Es fühlt sich schon wieder so an wie in der DDR, liebe Freunde. Und dafür haben wir nicht die friedliche Revolution gemacht, liebe Freunde. Das wollen wir nie wieder erleben. Ja, richtig ab, Bernd. Mein Gott. Ja. Haben Sie das gehört? Haben Sie das gehört? Wir haben eine Revolution gemacht, sagt er. Wir. Zur Erinnerung, das Bernie-Bärchen war 1989, Achtung, süße 17 Jahre alt, Wohnort Rheinland-Pfalz. Ja? Tut aber so, als hätte er zusammen mit David Hasselhoff die Mauer aufgesungen. Ist doch wirklich alles nur noch lächerlich. Ernsthaft. Ja. Naja. Dafür sind wir nicht auf die Straße gegangen. So, zu den traurigen Tatsachen. In Ost und West steht die AfD gerade blendend da und bestimmt den Diskurs in Deutschland, obwohl sie immer radikaler wird. Na klar, solange sie nicht verboten sind, kann man die wählen. Das nennt sich Demokratie. Klitzekleiner Haken, unter einer AfD-Regierung könnten wir das gute alte Grundgesetz sehr wahrscheinlich bald zum Trödel geben. Ne? Oder zum Horst, keine Ahnung. Ne? Also, ja, ich meine, bestimmte Grundrechte würden dann vielleicht bleiben, aber natürlich nicht für jeden. Hier fordert ein AfD-Bundesvorstandsmitglied das Verbot des Christopher Street Days. Für sie zur Schaustellung sexueller Obszönitäten. Dann würde ich lieber sagen, ja, den russischen Weg, eben solche Organisationen fernzuhalten. Wenn man irgendwas Verbotenes tut, muss man damit rechnen, dass eben die Polizei kommt. Ja, der russische Weg. Die Polizei soll bei homosexuellen Obszönitäten einschreiten. Ne? Man könnte auch sagen, Verkehrskontrollen durchführen. Ne? Ja. Und trotzdem halten 27% der Deutschen die AfD für eine normale Partei. Eine AfD, in der es überhaupt keinen Widerspruch mehr gibt zum völkischen Höcke-Kurs. Ne? Auch nicht von Frau Weidel. Grüße nach Mallorca. Ja, ja, ja. Ja. Ja, wahrscheinlich müssen die sich auch gar nicht mehr bürgerlich tarnen. Für viele hat das Wort rechtsextrem offenbar jeden Schrecken verloren. Dabei würde Deutschland unter Reichskanzler Höcke sehr wahrscheinlich seine Westbindung aufgeben und Europa in Nationalstaaten zerfallen, woraufhin er hier sagt: Hurra! 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 Genau, hurra! Beziehungsweise ach du Scheiße. Ja.
In Umfragen spiegelt sich trotzdem weniger die Angst vor einer aufziehenden Diktatur als Wut auf eine angeblich schon bestehende. 67% sagen, man wird in Deutschland ausgegrenzt, wenn man eine bestimmte Meinung äußert. Und klar, solche Befunde muss die Politik schon ernst nehmen. Nur ich sag mal, Diktatur geht ja eigentlich anders. Du hast die Ampel und findest, dass Deutschland keine Demokratie mehr ist? Du zeigst den Eliten gern die rote Karte und bist ansonsten gegen wen nochmal? Gegen Merkel! Ah, gut, die regiert zwar nicht mehr, aber egal. Buch jedenfalls noch heute dein freiwilliges autokratisches Jahr und lern mal echte Diktaturen kennen. Stell dich mit einem Putin-muss-weg-Schild auf den Roten Platz und lass dich überraschen, was passiert. Oder organisier den ersten Christopher Street Day in Lukaschenkos Weißrussland. Der freut sich bestimmt. Das freiwillige autokratische Jahr. Jetzt buchen gegen, du weißt schon. Gegen Merkel! Der heute Show Reisetipp. Ja? Bildungsreise. Ja, ich muss sagen, ich finde es irgendwie schade, dass vor allem beim Thema Ostdeutschland immer nur über die Lauten und die Wütenden geredet wird. Und eben kaum über die 2/3 der Ostdeutschen, die zur freiheitlichen Demokratie stehen. Sollten wir dringend ändern, statt ständig wie das Kaninchen auf die Schlange AfD zu glotzen. Das wird doch am Sonntag garantiert wieder so laufen. Ne? Wie stark werden die in Bayern und Hessen? So, diese bange Frage leite ich mal direkt weiter an den Kollegen Albrecht Humboldt vom Politbarometer in Mainz. Albrecht, haben Sie frische Zahlen für uns? Nö. Kein Bock. Mach mir gerade Käsefondue. Bitte? Ja, ich bin raus. Feierabend. Mir ist nämlich aufgefallen, Umfragen sind Teil des Problems. Irgendwelche Honks, die, warum auch immer, tagsüber Zeit haben, wildfremden Leuten am Telefon Fragen zu beantworten, meinen irgendwas. Warum wird darüber berichtet? Leck mich alle. Ja, aber ich meine, Sie sind doch Demoskop. Früher. Jetzt mache ich was Sinnvolles, und zwar Käsefondue. Hier, nur mal eine Handvoll echte Bildschlagzeilen aus den letzten Wochen. Umfrageschock für die Ökopartei. AfD überholt die Grünen. Nicht zu verwechseln mit Schockumfrage. AfD holt Rekordzahlen. Oder nächster Umfragehammer. AfD überholt sogar SPD. Nächstes Umfragebeben. AfD in Thüringen schon bei 34%. Also ich rechne stündlich mit Schockbebenhammer. AfD, AfD, AfD. Ja, ich meine, gut, so eine schockierende Schockumfrage ist ja schon relevant. Eben nicht. Eine reine Momentaufnahme, das sind weder Wahlergebnisse noch Steintafeln, die Moses vom Berg Forsa runterträgt. Und wir vom ZDF Politbarometer sind da übrigens kein bisschen besser mit unseren komischen Beliebtheitsranking ständig. Niemand kapiert das. Davor Karl Lauterbach und Christian Lindner, -0,1, beide etwas besser als zuletzt. Robert Habeck gewinnt deutlich dazu, jetzt 0,0. Hurra, er hat dazu gewonnen und ist jetzt bei 0. Glückwunsch. Beliebtheitsranking. Sind wir auf dem Schulhof oder was? Also, ich mag den Robert viel lieber als die Sarah. Der guckt immer so süß. Ach ja, und wussten Sie eigentlich, noch unbeliebter als Merz, Wagenknecht und Weidel ist nach neuesten Umfragen nur noch abgelaufener Magerquark, gefolgt von Sonnenbrand in der Kniekehle. Welche? Wir müssen uns mal hinterfragen. Gefühlt jeden Tag eine neue Umfrage, die dann wieder andere Umfragen beeinflusst. Und allein die Fragestellung macht total viel aus. Hier, ich habe mal eine Umfrage für Sie. Ich kann zum Beispiel fragen, wie gefällt Ihnen die Heute-Show? Oder ich frage, wann soll der völlig talentfreie Oliver Welke endlich abgesetzt werden? A, heute oder B, lieber gestern? Ich glaube, ich habe gerade doch keine Zeit für Umfragen. Dachte ich mir. Mahlzeit. Albrecht Humboldt, vielen Dank. Die haben gesagt, ich soll meinen Lieblingswitz erzählen. Ja, das mache ich gerne. Also, kommen ein Pferd, Jeff Bezos und der Papst in eine Bar, sagt der Barkeeper, abonniere endlich den verkackten Heute-Show-Kanal. Also, geht doch.